waren, waren da sehr passiv, uns hat so ein bisschen der Zugriff gefehlt. Ich glaube, dass wir uns da auch nicht beschweren dürfen, wenn wir 0-1 hinten liegen. Nehme ich aber ein bisschen auf meine Kappe, um ehrlich zu sein, weil wir schon den Plan hatten, vielleicht ein bisschen tiefer zu agieren, haben es dann korrigiert, haben dann deutlich mehr Zugriff ins Spiel gefunden, waren aktiver, haben besser gegen den Ball gearbeitet, sind so deutlich eher in die Zweikämpfe gekommen, konnten davon auch in der Phase des Spiels einen Großteil für uns entscheiden. Ja, und dann haben wir eine enorme Power nach vorne entwickelt, die wir dann eigentlich über, ich sag jetzt mal, 70, 65 Minuten dann auch durchgezogen haben, haben viele Konteraktionen gehabt, wo wir dann auch heute mal die nötige Effektivität an den Tag gelegt haben. Dann sind wir in die Halbzeit mit 2-0. Ich denke, dass wir aus der Vorwoche gelernt haben, war zumindest die Idee, der Plan. Ja, unser Spiel letzte Woche verfolgt hat, weiß, dass wir letzte Woche in 2-0 eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben haben. Haben wir heute besser gemacht, wollten nachlegen nach der Pause, das ist ganz gut gelungen. Ich denke, alles in allem ist vielleicht ein Tor zu hoch, aber ich denke, dass der Sieg heute nicht ganz unverdient war für uns. Danke, dann.